Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu WeGo World War II Stalingrad. Und jetzt hier im Fokus die 16. Panzerdivision. Die hat ja doch einen großen Auftrag Richtung Süden noch vorstoßen, die restlichen Hexfelder hier besetzen, um sämtlichen Einheiten hier drin, ja, die Luft zum Atmen zu nehmen. Ein kleiner Anaconda-Plan sozusagen. Gut, schauen wir uns mal hier dieses Panzerabwehrregiment an. Das 1177. Panzerzerstörerregiment. Frage ist, wenn ich die hier mit sämtlichen Einheiten angreife, wie sind da unsere Wahrscheinlichkeiten? 7,6:1. Wir erhöhen da noch den Druck und unterstützen das Ganze mit einem kleinen Schwung Artillerie. Die Pack bewegt sich schon mal hier runter. Und dann schauen wir mal, wo wir noch Artillerie haben. Ist das eigentlich alles an Artillerie? Ne, hier drüben noch. Ah, hier haben wir noch Artillerie. Gut. 9,7:1. Das ist doch ein gutes Ergebnis. Und hier habe ich ja gesagt, die sind schon relativ schwach, gell? Die haben nicht mehr so viele Fahrzeuge. Das wollte ich merken und habe es mir offensichtlich auch gemerkt. Wisst ihr was? Die beiden Panzerkompanien hier lege ich wieder zusammen. Geht das auch? Change Orders. Das muss aber irgendwie gehen. Noch nie gemacht. Probieren wir es mal mit der Auswahl hier drüben. Nochmal. Jetzt. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich drücke mal die Taste B, das ist der Shortcut dafür. Ich kann die nicht zusammenführen. HQ. Sieht aus, wenn ich die nicht zusammenführen kann. Gut, ich kann sie natürlich auch zusammen bewegen. Nachteile ergeben sich daraus keine. Heißt aber auch, es macht gerade keinen großen Sinn, mich hier noch vorwärts zu bewegen. Vielleicht tatsächlich hier mit einer Panzereinheit. Wenn ich so verkehrt, wisst ihr was? Die Panzereinheit geht hier unten auf dieses... Hoppala, wir nehmen die... Jetzt. Stoßen wir mal hier runter vor. Wenn es denn so bleiben würde, wäre tatsächlich... Das hier alles in einem doch sehr, sehr großen Kessel. Was haben wir denn hier? So ein Durchmesser. 5, 10, 15, 20, 20 mal 20 Kilometer. Natürlich nichts im Vergleich zum ersten Kriegssommer, aber für hier doch schon eine respektable Größe. So, eine Packeinheit. Ziehen wir hier runter. Die Aufklärer lasse ich tatsächlich lieber noch hier in dem Bereich. Ich möchte auf Nummer sicher gehen, solange ich hier oben die Nachschubverbindung nicht endlich wirklich offen habe, kommt der Nachschub hier rüber rein. Dass mir da ja nichts passiert und mir da einer drauf zieht, ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber ich gehe jetzt echt auf Nummer sicher. Ich kann es mir nicht leisten, hier nochmal eine Runde nutzlos, sinnlos, ohne Nachschub dazustehen. 60. Wir greifen jetzt mal mit allen Einheiten aus der 60. an. Waren das alle? Ja. 3,5:1. Dann nehmen wir die Artillerie von der 60. mit dazu. Das von der 3. 60. komme ich hier rüber. 4,3:1. Ah, wisst ihr was? Wir nehmen, das lassen wir jetzt bleiben. Wir nehmen jetzt hier die schwere Heeresartillerie. Die richtig großen Kaliber. Jetzt habe ich hier den Angriff wieder abgeblasen, ich Depp. Mensch, Alex. 60. 60. 60.
Und Artillerie drauf. 4,3 zu 1. Das war wieder falsch. Nochmal. Ich wollte die schwere Heeresartillerie dazu nehmen. Damit wir hier auf ganz auf Nummer sicher gehen. Jetzt. Die müssen ausruhen. Die können wir nehmen. Jetzt sind wir bei 3,8 zu 1. Nehmen wir die noch mit dazu. 5,1 zu 1. Und wahrscheinlich lege ich hier nochmal irgendeinen Schwerpunkt drauf. Das sehen wir dann. Pioniere. Führen wir hier ran. Dann kann ich nämlich die Panzerdivision hier rausziehen. Panzerbataillon. Allerdings sollen die erstmal warten, bis die Pioniere da sind. Wir warten also mal 3 Runden ab, damit das Ganze ein bisschen besser koordiniert ist. Und dann ziehen wir die. Ziehen wir die hier nach. Aber wisst ihr was? Wir ziehen die bis hier runter. Das sollte sich ausgehen. ...5,1 zu 1. Das passt. Das heißt, die 16. Panzerdivision ist eigentlich jetzt schon wieder am Ende ihrer Operation. Ah, hier rutscht mal so ein Nachschub raus. Ziehen wir den mal nach. Immer noch. Ach so, ja klar, weil da die feindliche Einheit noch drin ist. Deswegen wird das jetzt so angezeigt. Das ist vollkommen richtig so. Dann. Dritte Motorisierte. Die möchte ich ja eigentlich hier rausziehen, um sie nach Norden zu verlegen. Auf der anderen Seite muss ich sie vielleicht gar nicht mehr rausziehen, denn die 113. Infanteriedivision kommt jetzt so langsam dahin, wo sie hin muss. Wo sind wir denn? 113. Hier kann man keine Angriffe fahren. Wäre jetzt gut, wenn wir hier die Panzerbrigade da rausbekommen würden. Bringen wir mal die Einheiten hier in Stellung. Artillerie, die Pack. 306. Panzerjägerbataillon. Wisst ihr was, die stehen doch eh schon hier dran. Greifen wir doch lieber hier die 282. Panzerbrigade an. Wisst ihr was? Wir geben denen gleich Munition dazu. Combat haben wir auch genügend. 1,3 zu 1. Das ist natürlich noch nichts, aber die sind. Oder wir warten noch eine Runde. ...3 zu 1. Ah, hier haben wir noch einen. Der falsch gezogen. Jetzt 3,1 zu 1. Artillerieunterstützung. Artillerie von der 376. ist hier. 4,3 zu 1. Die gehören alle zu anderen Infanteriedivisionen dazu. ...6,2 zu 1, das hört sich doch nach einem guten Ergebnis an. Und hier müssen wir jetzt schauen, dass ich hier hinten zumache. Nur mit wem? Na komm, wir ziehen jetzt erstmal die 113. Ah, da komme ich nicht durch. Saublöd. Steckt mal hier noch ein bisschen fest. Die Einheit lassen wir hier stehen, damit die Panzerbrigade hier nicht rüber kann. Pioniere, ich hoffe, dass wir hier freimachen können. Wisst ihr was? Da machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Ich möchte das so schnell wie möglich aus der Welt geschafft haben, das Problem. Hier haben wir die AK 129 fürs 14. Panzerkorps.
Ach, das ist ja für das Moment, da haben wir ja was. Wir haben ja hier 8. Armeekorps Schwerpunkt. Sind wir bei 7,2:1. Das machen wir. Und dann erhöhen wir hier noch die Intensität, würde ich sagen. Okay. So, die 113. kommt hier nicht vorwärts. Da steckt man fest. Gut, hier das Anti-Tank Battalion. Mit dem greifen wir das an. Ich würde sagen, mit unseren Unterstützungstruppen hier vom 8. Armeekorps. 7,6:1. Das ist gut. Habe ich noch Artillerie in der Gegend, die unterstützen kann? Ja, die hier von 113, die stecken eh fest. 14:1, sehr gut. Die dürften auch keinen Nachschub haben, da warten wir noch ein, zwei Runden, bis die noch weniger Bereitschaft haben. 376. Ist da was? Hier können wir auch die Einheiten jetzt zusammenstecken, zwei Bataillone zusammen, um Angriff vorzubereiten hier auf das Regiment. In der nächsten Runde vielleicht oder in der übernächsten Runde. Und dann schauen wir erstmal hier das 271. Schützenregiment ebenfalls schon einkesseln können. Ja, das läuft doch gut. Der Angriff hier oben ist gestoppt. Da mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Der Angriff hier oben ist gestoppt. Sind hier alle in Reichweite? Ja. Schauen wir zur 100. Jägerdivision hoch. Hier würde ich ja ganz gern mal so langsam Angriffe starten. Schauen wir mal, was hier passiert. Jetzt greifen wir hier zwei Divisionen an, gell? Zwei unterschiedliche, meine ich. 2:1.3,2:1. Vielleicht das Ganze noch unterstützen mit einem Luftangriff. U-88. Die Heinkelbomber. Ja. Dann schauen wir, dass wir die da vielleicht raustreiben können. Aber hier brauchen wir keine Angriffe. Nee. Wir können es aber in Stellung bringen. Ist die Frage, auf wen? Hier zu diesen beiden Einheiten hoch. Erste Abteilung, 83. Artillerieregiment unterstützt etwaige Angriffe hier auf die Einheiten hier unten von 100. Jäger. Gehen wir damit zweimal Artillerie rein. Das war's auch schon wieder mit der 100. Jäger. Ah, da ist eine Einheit von der 8. vom 8. Armeekorps. Wo war's? Nicht in Reichweite hier unten. Ja, okay. Ist natürlich auch sehr weit weg. Vielleicht verlage ich den Schwerpunkt mal ein bisschen nach Süden. Wie sieht's denn dann aus? Bringt nicht viel, solange die Wege nicht frei sind. Wird aber frei gemacht. So. Ja. Hier, knappe 100 Panzer stecken hier drin. Ich muss hier irgendwie schauen, dass ich die Einheit hier unterstütze. Die Nebelwerfer unterstützen bei dem Angriff auf diese Stellungen. Die Artillerie hier rüber. Das
So machen wir das. Wenn die angegriffen werden, dann hagelt's aber wirklich was. Frag mich, ob wir noch Einheiten irgendwelche Munition noch zuweisen sollten. Und ob wir hier nicht Angriffe führen sollten. Was würde denn passieren? Nehmen wir mal an, wir machen das. 2,3 zu 1. Interessant wäre es. Und das machen wir auch. Und wir weisen dem Schlummer hier Munition zu. Dann wirkt die Artillerie noch besser. 3,5 zu 1. Dritte. Weißt du was? Wir nehmen die Pack hier auch noch mit dazu. Was ich aber mache ist... Ah doch, die können vorrücken. Die sollen stehen bleiben. Wenn es wäre... Brauche ich noch Artillerie. Da nehmen wir noch Stukas mit dazu. Haben wir welche? Habe ich jetzt alle letzte Runde verbraucht? Dann greifen die U88 noch an. Dann sind wir bei 4,8 zu 1. 4,8 zu 1. Da können wir doch bestimmt noch einen Schwerpunkt bilden. Schauen wir mal Command. Was haben wir denn hier noch Sinnvolles? 8. Armeekorps haben wir hier nicht. 6. Armeekorps Schwerpunkt. Sechster Armee-Schwerpunkt legen wir hier noch drauf. 5,8 zu 1. Wisst ihr was? Ich lege jetzt hier auch noch. Die könnt eh, die AK 128 gehört auch noch dazu. Die legen wir ja auch noch mit drauf. 6,8 zu 1. Das klingt vielversprechend. Ja. Gut. Können wir hier oben noch irgendwas Sinnvolles machen? Kontrollzonen kontrollieren, die sind alle in der Versorgung. Die sind alle nicht mehr in der Versorgung mit drin. Frag mich, ob ein Angriff hier auf die Einheit was bringen würde. 2,8 zu 1, gar nicht so verkehrt. Habe ich noch Artillerie? Sechs Komma fünf zu eins, okay. Und auch hier, wenn wir mit größtmöglicher Gewalt vorrücken, dann wie sieht's aus? Sämtliche Einheiten hier wieder im Nachschub. Ja, die können wir eigentlich direkt angreifen. Ich werde denen aber auch beiden sagen, sie sollen angreifen, aber nicht nachziehen. 4,3 zu 1. Ich habe keine Artillerieunterstützung mehr dafür. Das macht aber nichts. Macht mir keine Sorgen, der Angriff. Wo bewegen wir jetzt die Einheiten hin? Ja, wahrscheinlich Richtung Süden. Auf der anderen Seite sollten wir erstmal schauen, dass wir hier komplett dem Gegner
Von der dritten, 60. Also die ziehen wir jetzt auf alle Fälle schon mal runter. Ja, ziehen wir die Pack noch mit ran. Hier unsere Aufklärer dürfen mal in den rückwärtigen Raum vorstoßen und schauen, was da los ist. So, also operative Hektik kann ich mir jetzt auf alle Fälle nicht mehr vorwerfen lassen. Jedenfalls nicht diese Runde. Was passiert denn eigentlich im direkten Angriff? Bombardement. Wie kriege ich denn die jetzt hier überhaupt wieder aus? Ich habe jetzt hier eigentlich keine Einheiten, die da angreifen können. Sehr gut gemacht, Alex. 1,8 zu 1. 1,9 zu 1. Ist jetzt nicht so prickelnd. Artillerie drauflegen. Ja, 3,6 zu 1 ist in Ordnung. Wie sieht es denn hier eigentlich mit dem Nachschub aus? Die Einheiten müssten... Ne, hier kommt noch Nachschub rein. Das heißt, wir müssten eigentlich schauen, dass wir die Einheit hier unten wegbekommen. 2 zu 1. 2,9 zu 1. Dann hätten wir nämlich hier tatsächlich dicht gemacht. Komme ich da mit Artillerie noch hin? Ja, sind wir schon bei 4,9 zu 1. Haben wir hier nochmal Artillerie von der Arco 173. Ja, hervorragend. Das weckt 7,1 zu 1. Intensität hoch. Und hier unten nach wie vor. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich hier schauen. Ob wir die vom Nachschub... Nee, ich lasse die. Ich zwick die jetzt eh hier vom Nachschub ab. Wenn ich hier dicht mache... Wenn die 16. Panzerdivision weiter Richtung Süden vorstehst, ist alles, was hier in dem Bereich ist, hat keine Chancen mehr. Aber wisst ihr, die sollte ich legen auf nicht, die sollen nicht, sollen sich nicht direkt bewegen. Ich möchte hier den Brückenübergang sichern. Ich muss vor allem auch schauen, dass wir hier noch Nachschub reinbekommen. Verlängern wir hier mal. Jetzt müsste der Nachschub hier durchfließen. Und mit den Einheiten gehen wir jetzt hier auch auf Tuchfüllung zu diesen beiden Einheiten. Und den Pack ziehen wir da mal hoch. Gut. Ich ziehe mal die Artillerie langsam nach. Schön. Nachschub haben wir sonst keinen mehr bekommen. Schauen wir mal, dass wir den hier wegbekommen. Sollte eigentlich nach der Runde in Ordnung sein. Ah ja, wir haben hier noch die Flak vom 14. Panzer, vom 14. Panzerkorps. Ziehen wir jetzt auch mal runter. Und das Hauptquartier bleibt da, wo es ist. Haben wir das. Kommen wir jetzt zu dem fast schon wichtigsten, und zwar Thema Aufklärung. Schauen wir erstmal, wo unsere Flugzeuge hinlegen für die Aufklärung. Hier in dem Bereich sind da drei Brücken, das heißt Nachschub und neue Einheitenverstärkungen müssten eigentlich über diese Brücke fließen, in Anführungsstrichen. Und einen zweiten Aufklärungsflieger in den Bereich. Ich möchte eigentlich mal wissen, was hier los ist. Ja. Attack haben wir die meisten gemacht. Transport. Die liegen nach wie vor hier in dem Kessel, der kein wirklicher Kessel mehr ist. Sehr schön. Dann haben wir noch unsere Aufklärungsabteilungen. Ist immer ein bisschen blöd, dass man leider nicht sieht, wo die jetzt gerade liegen. Das müsste hier oben sein. Da haben wir keine großen Bewegungen entdeckt. Dann rutschen wir doch mal ein Stück weiter nach vorne, dass wir den... das waren die gar nicht. Hier nach vorne. Und die kleine Aufklärung tatsächlich jetzt auch nochmal. Hier in diesen Bereich. Damit wir wissen, was da los ist. Das war's. Tatsächlich.
Kann es kaum glauben, aber ja, das müsste es gewesen sein. Schauen wir uns gleich das Replay an. Fangen wir wieder in diesem Bereich hier unten bei der 16. Panzerdivision, ja, und dem, ja, ich würde schon fast sagen, der Wolperdinger-Divisionen 60. und 3., die da irgendwie so quer vermischt mit allen möglichen durch in der Gegend rumstehen. Ja, ich gebe mir Mühe, das wieder ein bisschen aufzulösen. Habe ich hier keine Angriffe geplant? Doch, hier unten. Vernichten sogar, alle Einheiten vernichtet. Also einmal hier dieses Panzerabwehrregiment ist raus. Waren offensichtlich schon... Ground Attack. Ja, das hat natürlich gesessen. Wobei, wir haben viel verloren. 29, Quatsch, haben wir nicht. Ich habe schon gedacht, 29 Fahrzeuge. Ne, 2 Fahrzeuge von 131, 29 Mann verloren. Ihr seht, was wir alles draufwerfen hier. Die U-88, Schwerpunkt von der 6. Armee und die 28 cm Nebelwerfer. Plus hier Artillerie. Hat dem Gegner 14 Panzer gekostet und musste sich ein Hexfeld zurückziehen. Gutes Ergebnis. Das heißt, wir machen hier wieder ein bisschen auf. Wir sind ja doch leicht eingezwängt, sage ich mal. Nächster Angriff hier von unserem motorisierten Infanteriebataillon in Zusammenwirken mit dem Pack-Bataillon. Boah, 1576 Mann verloren. Ich kann nur davon ausgehen, dass die Bereitschaft bei dieser Einheit schon echt runter war. Die waren jetzt auch einige Runden schon im Kessel. Man sieht also, rundenweise wird es ja nicht mehr deutlich schlechter. Also hier, der Gegenangriff ist definitiv, ich kann eigentlich sagen, an allen Fronten zum Erliegen gekommen. Und endlich haben wir hier unseren Nachschub komplett frei. Vernichtet dieses Luftabwehrbataillon. Habe ich das hier oben schon geschaut? Ich glaube schon, ja. Das war das, wo ich so erstaunt war. 14 Fahrzeuge verloren, ja. Passt. Nee, also von Offensivbemühungen bei den Sowjets ist jetzt nicht mehr viel übrig. Umso besser ist es, dass ich bei der 44. jetzt auch so langsam und bedächtig vorgehe. Jetzt haben wir hier keine Verluste auf unserer Seite. 2 Fahrzeuge von 30 verloren. Ist auch wirklich schwer. Über den Fluss drüber. Gegen eingegrabene Stellungen, eingegrabene Fahrzeuge. Das ist, wundert mich nicht, dass das hier so schwer geht. Gut. Der Vormarsch mit der 16. hat natürlich jetzt deutlich länger gedauert als geplant. Aber das sollte kein großes Problem sein. Wir haben einen weiteren Angriff hier unten auf das Hauptquartier. 43 Mann von 61 verloren. Gut, wir können ja gleich noch die Angriffe hier drüben noch studieren. Wir hatten hier 2 Angriffe. Einmal auf keine Verluste beim Feind. Und 80 Mann verloren, haben sich zurückgezogen. Auch auf die andere Flussseite wieder rüber. Geschickt. Und hier das Hauptquartier. Ist gar kein Hauptquartier. Pionierbataillon, wie komme ich denn auf Hauptquartier? Ach, aber hier entstand. Offensichtlich ist das Hauptquartier aber schon wieder schon vor meinem Angriff hier rausgerutscht. Dann haben wir hier noch einen Angriff der Sowjets. Oh, die sind aber hier, wie sagt man, desperate. Die sind da hier verzweifelt. Acht Mann haben wir verloren, 147 R, weil er hat, man sieht es in dem schwarzen Punkt, keinen Nachschub mehr. Und dann haben wir hier oben noch den Angriff gehabt, ich denke mal, ja, vernichtet. Das Hauptquartier hier von der Division ist weg. Wir spulen zurück und schauen uns noch den Rest drüben an beim Vorstoß der 4. sowjetischen Panzerarmee hier in Gelb. Da haben wir jetzt doch auch schon einige Einheiten hier ganz schön in die Mangel genommen. Und das geht ja wohl hoffentlich so weiter. Ja, bleiben wir erstmal hier in dem Bereich. Das schauen wir uns nachher an. Dafür gibt es ja WeGo, dass wir beliebig oft trauen können. Bleiben wir jetzt mal hier in dem Bereich. Da hatten wir auch einige Angriffe. Da haben wir die schon gesehen. Gerade weiß ich es nicht.
Nee, da bewegt sich gerade gar nichts hier unten. Doch, jetzt hier. Keine Verluste. Konnten halten. War also sehr halbherzig. Nächste Runde dann. Hier haben wir da sind die beiden Panzerbrigaden. 99 Fahrzeuge, wir haben 52 Bambus verloren, konnten halten. Da gibt es also auch kein Durchkommen für die Sowjets. Sehr gut, Angriff abgewehrt. Und wir führen jetzt auch die 113. Infanteriedivision immer näher hier ans Kampfgeschehen ran. Hat lange gedauert, aber ja, die sind natürlich größtenteils zu Fuß unterwegs. Dementsprechend dauert alles recht lange. Immer ein bisschen die Geschwindigkeit ist schon sehr langsam gerade. So, jetzt haben wir noch zwei sowjetische Angriffe hier unten. Wir haben gehalten, 19 Mann verloren, R-55. Ein Infanterieregiment gegen ein motorisiertes Infanteriebataillon. Und der zweite Angriff hier geführt von dem Infanterieregiment gegen unser... Oder war das von gerade eben das? Spinne ich jetzt? Ah, das ist ein anderes Ergebnis hier. Keine 78 Mann verloren. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Gut. Und noch ein kleines Stückchen weiter nördlich. Da haben wir jetzt doch mit unseren Infanteriedivisionen vom 8. Armeekorps doch einen ziemlich starken Verteidigungsgürtel geschaffen. Haben jetzt hier auch geschafft, die Einheit zu vernichten. Das Pak-Bataillon des Sowjets. Dementsprechend haben wir jetzt hier ein ganzes Regiment auch wieder isoliert, in den kleinen Kessel mit reinbekommen. Weiterer Angriff hier auf unserer Seite, das war es mit der Panzerbrigade. Auch das hat sich gelohnt. Ja. Damit ist es jetzt wirklich amtlich, auch wenn sie es jetzt schon angedeutet und ich auch schon öfters ausgerufen habe, aber die sowjetische Offensive ist tot. Sehr schön. Vor 3-4 Runden war alles ein bisschen auf der Kippe. Vor allem im Süden habe ich mir da echt Sorgen gemacht. Aber jetzt spulen wir einmal zurück und schauen uns an, was die 100. Jägerdivision da oben noch leistet und vollbringt. Hatte ich den Angriff schon gestartet hier oben? Ja, ich glaube schon, gell? Die Sowjets sind hier noch am Bombardieren. Keine Verluste auf unserer Seite. Frage ist, ob ich diesen Angriff, habe ich den schon gesehen? Ja, den habe ich schon gesehen. Ich müsste mir, also nur für mich bräuchte ich hier quasi ein Patch, wo ich anhaken kann, schon gesehen. Sieht man mal. Bin dann doch schon recht vergesslich. Gut, es kommt natürlich auch das Reden dazu für die Videos und so. Da macht man ja, wenn man da alleine sitzt, eigentlich auch nicht. So, hier ist der Angriff. 79 Mann verloren, keine Verluste auf sowjetischer Seite. Allerdings, man sieht es hier, sie haben Bereitschaft von immerhin 16 verlorenen Bereitschaft. Also der Angriff kostet sie schon was, auch wenn sie jetzt erstmal keine Menschenleben waren, aber die Bereitschaft der Einheit hat sicherlich deutlich nachgelassen und die werden wir hier schon rausbekommen. Allerdings werde ich hier oben nicht um jeden Preis kämpfen, denn hatten wir ja auch schon anfangs in der ersten Folge mit meinen groben Darlegungen, dass offensiv ich nur im Süden tätig werde. Ich möchte einfach verhindern, zu viele Verluste einzustecken, denn wir nehmen ja die Einheiten mit den Verlusten wieder ins nächste Szenario mit. Okay. Das war's. Vielleicht noch einmal im Schnelldurchlauf im Gesamtblick, dass ich auch in den Bereichen, wo wir Luftaufklärung zu haben, ein bisschen besser erkenne oder erkennen kann, wo sich was tut. Wo generell Bewegung drin ist, um vielleicht antizipieren zu können, was der Gegner die nächsten Runden so vorhat. Ich sehe jetzt aber auch keine großen Verlegungen im rückwärtigen Raum der Sowjets. Jedenfalls nicht dort, wo wir Aufklärung haben. Ne, hier ein kleines bisschen hier oben. Hauptquartier und da wissen wir nicht, was hier für Einheiten stehen. Das war's. Der letzte Blick.
in die Versorgung. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ich werde mal nächste Runde schauen, dass ich die meisten meiner Einheiten jetzt auch wieder in die grüne Versorgung bekomme. Da sind doch relativ viele Einheiten nur so teilweise versorgt, was kein größeres Problem ist. Wichtig ist, die 16. Panzerdivision ist komplett versorgt. Wir müssen da Richtung Süden vorstoßen. Hier auf der Front, hier drüben wird es ein bisschen hakeliger. Aber das ist kein Problem. Trotz alledem freue ich mich natürlich auf die nächste Runde, bin schon gespannt, ja, wie wir jetzt die Gegen-Gegen-Offensive hier weiterführen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Pfiat, euch Servus.